Die Leute haben ja Zeit, sich damit zu befassen, was die Eigenschaften eines Steinbocks sind. Weißt du? Ja, ja. Und diese Eigenschaften findest du auch wieder im Mixtape. In meiner Musik. Ja, ist krass. Du hast so ein bisschen was geschrieben dazu mit dem steinigen Weg und so weiter und so fort. Und Steinbock ist natürlich auch auf Englisch diese Goat-Spielerei, steckt da vielleicht auch ein bisschen drin. Aber dein Gar Schmerz nicht, gar nicht. Daran habe ich gar nicht gedacht, Bruder. An diese okay. Goat habe ich gar nicht gedacht, sage ich dir ehrlich. Okay, dein Sternzeichen ist aber Steinbock, ne? Du bist 24. Tag, 25. Mein Sternzeichen ist Steinbock, genau. Ja. Und auf meinem Cover ist noch ein Skorpion. Mhm. Aber das behalten wir noch für uns, mein Bruder. Okay. Wer sich denken kann, kann sich denken, Bruder. Wer nicht, soll einfach warten, bis wir auspacken. Es ist wahrscheinlich eine andere Person, würde ich schätzen. Oder wie tief bist du in dem... in diesem Sternzeichen-Game drin. Seit wann ist es dir so, ist ein Teil von dir krass bewusst, dass du Steinbock bist und seit wann hast du dich damit beschäftigt überhaupt? Meine Mom ist in diesem Ding schon immer drin gewesen. Mhm. Schon immer. Meine Mom ist auch Steinbock. Ah, und wow, krass, okay. Genau, meine Mom ist auch Steinbock und meine Mom ist da schon immer drin gewesen. Immer, immer, immer. Mhm. Ich sag dir ehrlich, als Kind habe ich immer gedacht, ach, das ist voll der Scheißgelaber. Weißt du? Ja. Nun... Bruder, wenn du verliebt bist, Bruder, wenn deine Freundin dir mal so ein paar Sachen schickt und das trifft einfach wirklich auf dich zu, dann fängst du an, so ein bisschen nachzudenken, weißt du? Ja. Und das stimmt, Bruder. Es gibt manche Eigenschaften, die passen echt zu mir, Bruder. Mhm. Ich lese das manchmal und denke mir, Alter, woher kennen die mich, Bruder? Woher wissen die das? Ja, da muss was dran sein, Bruder. Da muss was dran sein. Das soll nicht heißen, dass ich nicht an Gott glaube, dass ich nur an das glaube. Nein, aber Bruder, das stimmt. Ja. Wenn die sagen, der Steinbock ist zielstrebig, der Steinbock ist ein Sturkopf, wenn der Steinbock sich was vornimmt, dann egal was kommt, er macht das Ding. Keiner kann ihm was einreden. Dann passt das zu mir, Bruder. Mhm. Weißt du? Von daher, das hat mich so dann irgendwie da reingebracht. Plus dazu noch, dass meine Mom das mir gesagt hat, dann dachte ich mir, okay, alles klar, da muss was dran sein, weißt du? So. Wie krass hast du dich mit, also kennst du so deinen Aszendent und diese ganzen Sachen, die dann noch da dran hängen? Was ist Aszendent, Bruder, jetzt? Aszendent, Mondzeichen und dieses ganze Zeug. Du bist ja noch weiter drin als ich, mein Bruder. Weiter drin als du, Aszendent weiß ich nicht, Bruder. Aber was ist denn Aszendent? Erklär mir mal, Bruder, wenn wir schon darüber reden. Ich bin auch kein Experte bei dem Thema, aber das kannst du alles ausrechnen, wenn du weißt, um wie viel Uhr du geboren wurdest, wo du geboren wurdest. Ah, okay, 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 okay. Okay. Wie die Sterne halt standen zu dem Zeitpunkt, wo du auf die Welt kamst, weißt du? Ah, okay. Krass, krass, krass. Ja, ja. Das sagt dir dann so Sachen über andere Aspekte deiner Eigenschaften, wie du in der Kommunikation nach außen bist und so weiter und so fort. Okay, okay, okay. Krass, Mann. Wir haben ja Zeit, Bruder. Ich werde mich auf jeden Fall damit beschäftigen. Weißt Hammer. Du? Hammer. Wie heißt das, Bruder? Ich schreibe das mir direkt auf. Aszendent? Genau. Aszendent. Also wenn du deine Mutter und deine Frau fragst, die wissen das safe. Okay, Bruder, habe ich mir aufgeschrieben.